Und go. Servus Leute, frohes neues Jahr. Heute würde ich einen Eingang zeigen und ich würde es auch erklären, für was es wichtig ist. Gegen Boxer oder je nachdem, wer dich angreift, ob Karateka, Taekwondo, Boxer, das ist unwichtig. Wichtig ist erstmal, dass man einen Abstand hat. Abstand ist sehr, sehr wichtig, A und O. Ich werde es demonstrieren hier. Gegen schnelle Leute, äußere also immer die starke Seite nach vorne, also der rechten Bein, dein rechten Bein. Wenn du links gegen schnelle Leute verteidigen tust, ist es schwierig, dass du wegkommst, weil irgendwann hat er dich. Oder du musst sofort deinen Eingang finden. Aber es ist schwer, weil der Gegner sich ja auf der Straße bewegt. Und keiner kommt ja so wie in den meisten Videos. Man bleibt stehen und zeigt die ganzen Sachen. Aber wenn der Gegner sich jetzt bewegt, dann schaut das anders aus. Ist auch viel, viel schwieriger. Okay. Ich habe mein rechtes Bein vorne. Das ist mein Eingang. Wichtig beim Blocken, das. Also nicht von hier. Nicht von hier. Okay. Und nicht das. Also Rückhand. Wichtig ist, ganz easy. Auch wenn er schnell kommt und schnell zurückzieht, ja, geht nicht. Er kommt. Und das ist dein Schutz. Der muss immer hier vor deinem Gesicht bleiben. Also niemals das machen. Wird zu spät sein gegen schnelle Leute, gegen gute Leute. Und ihr wisst, die Boxer sind die Besten mit den Armen. Sind auch sehr, sehr schnell. Und deswegen, natürlich ein Boxer wird auch auf der Straße jetzt nicht kämpfen, aber wir gehen halt davon aus, wenn man dich jetzt mit Boxen angreift, okay? Ja. Eins. Wenn der kommt, kommt jetzt mein Gunting, okay? Hier zerstöre ich den Arm, also den Bizeps. Okay, nochmal. Mit dem Mittelfinger schlägst du in den Bizeps, damit dieser Bizeps 5 Sekunden gelähmt ist. Natürlich, wenn du den stark gemacht hast, kommt sofort dein Eingang. Ob du es mit Fuß machst, mit einem Tritt oder Arme, ist egal. Nochmal. Körperhaltung, Fußhaltung. Wenn ich das jetzt mache, wenn es schnell kommt, ich bewege meinen Körper jetzt nicht und meine Fußhaltung ist schwer, falsch. Ich komme jetzt nach vorne. Schau, alle mischen. Jetzt habe ich einen Problem. Wenn aber das tut, schau, von hier, bam! Jetzt gehe ich weiter. Wenn das geklappt hat, bam, jetzt gehe ich davon aus, dass er geblockt hat. Kein Problem, von unten, Eye-Jab in die Augen. Jetzt kommen meine Hauptelemente. Kopf, Knie. Wenn ich jetzt den Schlag mache, jetzt, das geht sich so in die Richtung, okay? Kommt der Ellenbogen. Nochmal. Lock. Du kannst auch den Gunting hier machen, ist egal. Weil wenn ich hier in den Arm reinschlage, dann geht es so ein bisschen in die Richtung. Okay, hier. Hast du gesehen? Er blockt. Hier, boom, kommt der Schlag. Eiche. Okay. Mit der Schädeldecke. Boom. Knie. Und jetzt, boom, Ellenbogen. Das Ganze ein bisschen schneller. Boom, okay. Und jetzt kommt der Eye-Jab, Kopf, Knie, Ellenbogen. Nochmal. Eye-Jab, Kopf, Ellenbogen. Ist ja ganz schön vorbei. Warum? Erster Schlag, zweiter Schlag, Kopf, Knie, Ellenbogen. Okay?